Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Inni hier und herzlich willkommen zum nächsten Uncharted 4 PS5 Remastered Let's Play. Ja, Freunde, wir haben das letzte Mal bei dieser wunderschönen Aussicht aufgehört, die wir hier gerade sehen, von oben mit den Bergen. Eieieiei, guckt euch das an. Wir haben unseren Bruder Sam wieder gefunden. Und ja, jetzt am Anfang gibt's mal ein bisschen Real Talk und Tacheles, denn ich war gestern Abend ganz spontan mit Janina und meinem Mod Jam, also Assault97, waren wir in Uncharted gewesen in dem Film. Ich werde hier auf jeden Fall nicht spoilern, keine Sorge, Freunde. Der Film bekommt von mir, von einer 1 bis 10, bekommt er 7 von 10 Punkten. Ich fand den Film cool, er war nice, vor allem wenn man auch die ganzen Spiele davor gezockt hat und so. Man muss aber die Spiele nicht davor gezockt haben, um den Film zu verstehen. Fand ich den Film insgesamt cool, aber er hat mich nicht so abgeholt, wie ich es erwartet hätte. Also, weil man hat natürlich auch andere Schauspieler, so Sully sieht nicht aus, wie Sully eigentlich aussehen sollte. Ich war auf jeden Fall sehr überzeugt von Tom Holland, also der Spider-Man-Schauspieler, der hat echt gut als Nathan Drake gespielt. So Sprüche, die man auch aus Uncharted kennt, der Humor ist auf jeden Fall ähnlich wie bei den Spielen. Und deswegen fand ich den Film solide, er bekommt eine 7 von 10, aber war jetzt kein Banger-Film oder sonst irgendwas. Das ist meine Meinung zu dem Film. Und wir können ja mal ein paar Wochen, wenn wir das Spiel durch haben, wenn der Film nicht mehr in den Kinos läuft, können wir auch nochmal genauer darüber reden. Weil ich will jetzt nicht die Leute spoilern, die den Film vielleicht noch gucken wollen. Ne? Das ist auf jeden Fall auch an dieser Stelle gesagt. Das ist für mich auch ganz wichtig, Leute, weil ich hasse es zu spoilern, wenn jemand spoilert oder so. Und ja, genau hier machen wir jetzt weiter. Da geht tief runter. Ja, ich sehe es. Was sieht hier alles so zerbrechlich aus? Ne? Lasst jemand einen Daumen nach oben da. Ich bin bestimmt auch gerade wieder auf Twitch online, wenn ihr das seht. Deswegen kommt auf Twitch vorbei. Und schaut bei den Streams zu, Leute. Streams, beste. Wir haben uns ein neues Weekending-Team zusammengebaut. Okay. Oh, Scheiße, Bruder, was ist das denn für eine Türe? Die führt einfach runter. Pass auf, wo du hintrittst. Alter. Würde ich mich niemals trauen. Was der da macht, würde ich mich niemals trauen, Leute. Habe ich ja schon 100 Mal gesagt. Aber ist doch nur ein Spiel, ne? Das muss man sich ja nicht in echt trauen. Ich weiß, es gibt so diese Free-Climb-Blau und so, wie die heißen. Die machen sowas beruflich, Digga. Die springen von einem Haus zum anderen, ne? Und bekommen dafür auch Kohle und so. Die sind krass. Das passt schon. Aber weiter nach oben. Würde ich mich niemals zutrauen. Ich finde das ist zu gefährlich. Da kann auch so viel Scheiße passieren. Wir müssen jetzt irgendwie hier hochkommen, ne? Kann ich da hoch? Boah, Junge, Alter, wie klettern wir denn hier, Alter? Was ist das? Ich hätte schon längst einen Holzsplitter in meiner Hand drin. Wer der hier am Klettern ist. Wie geht's dir da hinten? Ist eine super Aussicht. Fast geschafft, Sam. Alter. Junge, wo klettern wir hier hin, Mann? Guckt euch das mal an. Boah. Du willst nicht die Aussicht von hier oben sehen, ne? Boah, Wahnsinn. Noch geiler als vorher. Boah, guckt euch das an. Wahnsinn, ehrlich. Guck mal, Digga, diese Wasserfälle da hinten noch und sowas. Das ist wirklich traumhaft schön. Guckt euch das an. Liebe zum Detail. Liebe zum Detail. Aha, ich wollte schon sagen, safe ist irgendwo ein Kletterhaken. Hui, und bap. Dark Nathan. Guck, sie mussten Sam. Aha, da ist er doch. Komm, Sam. Gucken, ob der jetzt kommt. Aha, da kommt er. Schön. Geht doch, großer Bruder. Willst mithalten, hä? Hey. Vergiss nicht, wer dir das beigebracht hat, ha? Kleiner Hund. Kleiner Hund. Du bist schon. Du Hund. Du bist doch schon eingerostet, Sam, hä? Nathan ist doch viel jünger als du. Aber ja, er hält noch gut mit, muss man sagen. Okay. Was jetzt? Mach einfach, Vogel. Was ich tue, okay? Hoppa! Warte mal, stopp, nein! Warte mal. Wir wollen ja immer schön alles mitnehmen, Freunde, weil ich glaube. Oha, das war knapp. Wenn du hier runterfällst, ist es vorbei, ne? War hier nicht noch irgendwas rechts? Es sah so aus, ne? Da fandet ihr nicht? Ja, ha? Ja. Was hat der Rille Peter gesagt? Hier wird 100% ein Schatz sein. Was war? Siehst du? Der Ernesto hat das Gespür für die Schätze. Ah, ist ein Schwein oder was ist das denn, Alter? Alarmstufe rot. Also, wie gesagt, ich war gestern im Kino, hab den Film endlich gesehen. Jetzt kann ich auch nicht mehr gespoilert werden, aber ich fand den Film cool. Cool. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, ins Kino zu gehen, aber. Ja, ich bin auch ohne Erwartungen reingegangen, ja. Freunde, weil ich wollte jetzt nicht so, der Film muss krass sein, weil dann kannst du nur enttäuscht werden. Ich bin einfach ohne Erwartungen reingegangen und insgesamt würde ich dem Film, wie gesagt, eine 7 von 10 geben. Alter, das sieht richtig aus, die Bahnscharte, jetzt bei den alten Teilen, ne? Sind hier bestimmt nicht günstig, aber kein Wohnhaus. Oder was denkst du? Ist das hier? Verwaltungsgebäude? Vielleicht. Vielleicht hatte Libertalia einen Finanzausschuss. Vielleicht haben sie Steuern. Auf jeden Fall geht es mir auch schon wieder ein bisschen besser, Leute. Ich muss noch ein paar Tage das Antibiotikum nehmen.
Mein Hals tut leider immer noch so ein bisschen weh. Alter, sieht das krass aus hier, der Baum. Wie echt, ich schwöre es dir, das sieht aus wie echt. Ach, guckt euch mal den Baum an. Guckt euch den Baum an. Könnt ihr gucken? Guck. Ich glaube, da geht es schon weiter, Leute. Deswegen gehen wir lieber erstmal zurück und gehen hier nach oben und gucken uns weiter um. Muss doch irgendwo noch was sein. Schatz oder irgendwelche Dokumente oder sowas. Was wir uns durchlesen können. Aha, was haben wir denn da? Da ist ein Schatz wieder versteckt gewesen. Nee. Beruhig dich. Können wir nochmal nach drüben auf die andere Seite? Fußball mit dem Ding spielen, ey. Habt ihr gestern den Boxkampf gesehen von Leon Mascher, Standardskill und sowas? Junge, die hatten einfach 760.000 Zuschauer. Das ist wirklich geisteskrank. Das hätte ich niemals erwartet. Da muss man auch Respekt sagen. So eine große Zuschauerzahl. Schafft man nicht eben so, Leute. 760.000. Wisst ihr, wie viel das ist? Das ist gefühlt achtmal das Camp Nou gefühlt. So. Das ist krass. Sehr krass auf jeden Fall. Okay, es geht auf jeden Fall doch hier weiter. Genau hier machen wir auch weiter, Freunde. So, boah, das sieht so geil aus. Ich werde, glaube ich, das Spiel nochmal in 4K zocken im Wohnzimmer, Digga, danach. Das sieht einfach alles so geil aus hier, Alter. Oh, da ist es verrückt. Oha, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Was ist das denn jetzt hier für ein Schlachtfeld? Junge, was ist hier passiert? Heilige Scheiße. Verdammt. Ey, ich finde die Soundquali, das wollte ich auch noch sagen, irgendwie sehr komisch. Seit, das hat sich noch nie geändert, fällt mir gerade ein. Kann man nichts. Lol. Oh, ah, okay. Auto. Ah, komisch, Digga. War denn Sound früher irgendwie besser? Kanonen, provisorische Barrikaden? Was zur Hölle ist hier passiert? Irgendein Kampf. Das war eine rhetorische Frage. Die Frage ist, wer bekämpft wen? Und warum? Was ist hier passiert? Da wieder ein Schatz. Das ist ein Shisha, Bruder. Ich dachte, das wäre eine Shisha, ich schwöre. Was war das denn? Wo ist denn Verbündeten finden? So, da. Also hieß es, die Siedler gegen die Soldaten. Und wenn das da oben das Schatzhaus ist, hat anscheinend jemand versucht, Geld abzuheben. Ja, hoffentlich hat es nicht geklappt. Genau. Ja, wisst ihr, was ich auch krass fand bei dem Film gestern, als das erste Mal die Uncharted-Melodie kam. Als diese Melodie kam, da habe ich wirklich Gänsehaut im Kino bekommen, wirklich. Da habe ich Gänsehaut bekommen, Freunde. So schön, Digga, diese Melodie. Pure Liebe, diese Melodie einfach nur. Die kam natürlich auch im Film vor. Ne? Ich sage jetzt nicht wo und wann und so, aber die Melodie kam vor, die wir alle kennen, die auch gerade hier in diesem Intro gehört habt und sowas. Ne? Natürlich mit anderen Instrumenten, ein bisschen anders gespielt und so, aber die Grundmelodie war trotzdem dieselbe und da habe ich direkt Gänsehaut bekommen, ey. Ja, freut mich, dass es Uncharted in die Kinos geschafft hat, diese Spielreihe. Und es kommt ja auch bald, worauf ich mich sehr freue, eine Last of Us-Serie raus. Stimme von der Serie mit Ellie und Joel. Digga, das wird verrückt werden. Ich glaube, die wird alles rasieren, diese Last of Us-Serie. Wenn die die gut umsetzen. Oha, guck mal auf dem Boden, was hier drauf ist. Diese Last of Us-Serie wird alles hops nehmen. Junge, guck mal, wie viel Arbeit dieses Spiel ist hier, wie viele Details und sowas. Allein schon so einen Raum hier zu entwerfen, ne? Das hier, das ist schon verrückt. Alter, was ist hier passiert, ey? Und schon überall Pflanzen. Guck mal, Mutter Natur setzt sich überall durch. Mann, das ist beeindruckend. Alter. Das ist noch untertrieben. Das sieht echt krank aus. Was ist das denn hier für ein Hebel? Okay. Der Hebel. Was? Ja. Achso. Komm, ey. Man hat Schachten. Alles leer. War ja klar. War das Rave? Nein. Hier wurde seit Ewigkeiten nichts angefasst. Stimmt. Also. Hinweise suchen? Ja, Hinweise suchen. Okay. 15. Die Diebe von Libertalia. Scheiße. Alles geklaut oder was? Hm. Was ist denn da unten? Da ist doch irgendwas, oder bin ich blöd?
Gab es eigentlich, das will ich mal gerne wissen, Chat, gab es bei Uncharted 4 damals Anzeichen auf Last of Us 2? Dieb. Thief. Thief's End. Dieb. Immer schön in den Wand langlaufen, da sind bestimmt überall noch Hinweise. Was macht so Bock, diese Entdeckung hier, was ist das? Gucken und so, Sachen entdecken und so, ist voll geil, ich liebe das. Altes Manifest. Viele Schätze. Auf dem Weg nach Libertalia für den Hafen. 10.000 Münzen Silber, 9.000 Münzen Skulptur, boah, 12 Pferde, 9.000 Pfund. Krank. Wahnsinn. Ich, als ob man hier alles selber entdeckt, ne? Ich finde das so geil. Aha. Schade. Nichts. Ganz schön viele leere Regale. Na, wo ist denn der Schatz, Mann? Boah, was denn? Bruder, was mit dem passiert? Schicke Klamotten. Irgendeine Uniform. Alter. Du hast eine Wache, oder? Gute Arbeit. Diese Sprüche, Alter. Beste, ehrlich. Du warst eine Wache, oder? Gute Arbeit. Was zum Teufel ist hier passiert? Junge, wir finden ja gar nichts hier. Ich glaube, wir müssen mal jetzt nach oben, oder? Kann das sein? Oder wir gucken uns mal hier. Ich glaube... Aha, da ist auch noch... Noch ein Dieb. Was ist hier passiert? Thief. Thief. A thief. Aber der Kopf ist auch ab von der Statue und so. Wir müssen jetzt safe irgendwo... Nathan, hier drüben. Ja, was ist denn, Nate, Bro? Sieh dir das an. Was? Was hast du da? Libertalia-Geld. Da ist Avery Siegel drauf. Mhm. Thumbnail. Er hat das Gold geschmolzen und eigenes Geld geprägt. Das heißt also, all die Manifeste in den Regalen, der Schatz war hier. Ja. Stellt sich nur die Frage, wo ist er jetzt? Okay, wir wissen, dass draußen gekämpft wurde. Ja, und dann drin. Glaubst du, die Siedler haben ihn gestohlen? Nein. Ich glaube, sie haben ihn sich zurückgeholt. Schau. Da ist Avery. Two. Die Gründer von Libertalia. Alle markiert mit dem Wort Dieb. Nicht Mörder, nicht Tyrann. Dieb. Also war der Schatz schon verschwunden, als die Siedler herkamen. Ja, weil diese Typen ihn sich schon geschnappt hatten. Pirat bleibt Pirat, stimmt's? Ja, Pirat bleibt Pirat. Thumbnail. Huh. Und jetzt? Ich weiß, wo er ist. Was? Wo? Ja, wie? Oha. Das ist eine Karte. Ja, da oben. Das ist das Schatzhaus. Eine Karte von Libertalia? Genau, jetzt folge ich auf die andere Seite der Insel. Genau da. New Devon? Halt. Avery war aus Devon in England. Ganz genau. Mann, das sind ein paar echt große Häuser. Und jedes hat sein eigenes Siegel. Weil sie da gewohnt haben. Krank. Was hältst du davon, den Wachturm hochzuklettern? Uns zu orientieren. New Devon, wir kommen. Ja, guck mal, die zwei sind so ein gutes Tag-Team, Leute, seid mal ehrlich. Der eine hilft dem anderen. Einfach, man merkt, das sind einfach Brüder. Wie kommen wir da hoch? Kommen wir da hoch? Warte mal. Da sehe ich auf jeden Fall Seile, mit denen wir uns schwingen können. Safe hier lang, 100%. Kann ich meinen Arsch drauf wetten. Jetzt müssen wir Tarzan spielen, oder? Kann er hier hochklettern? Ach, schade. Ich dachte, er kann da hochklettern. Aber ich glaube, es war schon mal der richtige Ansatz, oder? Ah, wir können auch hier das Regal hochklettern. Ich habe eine Idee. Hilfst du mir eben? Okay. Ja, wo denn? Wo ist er denn? So, da. Ah, okay, der will das Regal hier schieben. Okay, bereit? Aha, was haben wir denn da? Okay, das war Schritt 1. Schritt 2. Den Kronleuchter hochziehen. Gute Idee. Du klingst überrascht. Sieh's einfach als Kompliment. Ja, guck mal, da ist natürlich auch Seil dran am Kronleuchter, ne? Da müssen wir, glaube ich, an dem anderen Seil festhalten und uns rüber schwingen, oder? Oder meint ihr nicht? Boah, wie weit der springt, Alter. Ja, und jetzt, wo soll man jetzt hinspringen? Meint ihr, an den Bildern festhalten? Muss er doch, oder? Ja,
Ja, safe, oder? Ja. Verzeihung. Oh, sorry, Condit. Was für riesige Bilder, Alter. Alter, schon solche Bilder, was die Wert haben. So einen Wert haben müssen, ne? Wow, guck mal hier, Alter. Sieht so verrückt aus. Bruder. Alter, hier ein Insta-Pick ballern. Das sieht schon geil aus. Ehrlich. Okay, dann mal hoch. Ein Wunder, dass die Treppen unbeschädigt sind. Hey, hey, hey. Beschrei es nicht. Kann man noch runter? Meint ihr, der stirbt? Nee, ne? Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nathan! Warum kann man nicht runter? Ein Wunder, dass die Treppen unbeschädigt sind. Schade, man kann echt nicht runter. Schrei es nicht. Ups, zu früh gefreut. Wow. Ich hab's ja gesagt. Aha, ist ja ein Seil. Okay. Aber da können wir noch nicht hoch. Das Seil ist zu hoch, aber hier. Siehst du den Turm? Klar. Uiuiui, warte mal, wie fliegen wir denn jetzt, ist die Frage. Wie fliegen wir jetzt, ist die Frage. Ja, wo sollen wir jetzt hin? Ich glaube, hier hochziehen einfach, oder? Einfach nur hochziehen und dann dahin. Dann kann er sich wieder hochziehen. Aber müsste er eigentlich jetzt hier festhalten können, genau so. Okay, wollte nur sicher gehen, dass du nicht abgestürzt bist. Alter. Guck mal, wie hoch wir sind. Ganz schön aufgeregt. Ja, müssen wir die Räuberleiter machen, oder? Anderes geht ja nicht. Mach mal hin, Sam. Kann Wo ist er helfen? Denn? Aber sicher doch. Da ist er doch. Nur ist so ein krankes Abenteuer, ne? Es macht so Laune, Leute. Unglaublich. Unglaublich, ehrlich, Chat. Ich liebe es. Na gut, ich hab hier was. Das geilste Spiel. Na los. Oh, guck mal, jetzt diese Aussicht da oben, Safe, die wird so krass sein. Alter, jetzt geht's los. Gönnt euch diese Aussicht jetzt. Bruder. Was für ein Ausblick, hä? Bruder. Da ist es. Auf der anderen Flussseite. Was hältst du davon, die Reichen zu beklauen? Alter, das sieht schon. Hey, ist da unten ein Weg? Wahnsinn. Alter. Das sieht schon verrückt aus, Leute, ehrlich. Verrückt. Boah. Was glaubst du, wie lange brauchen wir bis New Devon? Ein paar Stunden. Kommt drauf an, wen oder was wir unterwegs treffen. Alter! Was geht denn jetzt hier? Alter! Junge, daran kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Alter, was war das denn, Mann? Bruder, was passiert hier? Scheiße! Irgendwas sagt mir, dass sie genug von uns haben. Wirklich? Wie kommst du denn darauf? Hier runter! Schnell! Nicht warten! Geh! Alter! Ah, alles gebrochen. Nathan! Nathan! Steh auf, wir müssen weg! Wir müssen weg! Schnell! Alter, alles gebrochen. Alter. Bruder! Was geht denn hier ab? Was soll ich machen? Hochziehen, hochziehen, zieh dich hoch, Nathan, komm, hochziehen. Eieieiei, zieh dich hoch, komm. Bruder, das ist ja wie im Film hier, Bruder. Das ist besser als im Film, den ich gestern gesehen habe. Bei Gott, das ist so krank. Oder kommt ihr klar, was geht hier ab, verdammte Scheiß? Guckt euch das mal an, diese Animation, alles! Komm, spring, spring, spring! Nein! Nein! Und das war's mit Nathan Drake, er ist tot. Ey, ich schwör's dir, so krank. Erlebe ich gern nochmal, bei Gott. Erlebe ich gern nochmal. So krank. Hochziehen, komm. Eieieiei.
Spring! Komm, Leute, komm, komm, komm. Spring. Ja. Spring! Hochziehen, hochziehen. Laufen, 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 laufen und jump. Alter, wie verrückt ist das hier bitte, Mann? Bruder. Lauf. Einfach laufen, Bruder. Die kommen da mit 100 Mann, Digga. Was haben die für Waffen, Alter? Was sind das für Waffen da? Arme na. Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Oh mein Gott. Nein. Ich muss da rüber, ich muss da rüber. Spring! Hoch. Alter. Komm, Sam, gib ihm eine Bombe. Was macht er da oben? Oh mein Gott. Bruder, was passiert hier, Digga? Was ist das für eine geisteskranke Stelle, bitte? Junge, das ist besser als im Film, ne? Wirklich. Ich komme gerade gar nicht klar, Leute. Bruder, genieß doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Fuck. Oh mein Gott, schon wieder die, Alter. Boah, die ist echt zu stark, ne? Schön, Sie wiederzusehen. Au, okay, Mango, Mango. Was soll denn das heißen? Au, oh, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Ah, wenn ich in Form bin? Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie. Das können wir noch ändern. Im Drake trauen? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, hey, lassen wir uns mal. Stark. Komm. Oder ihr seid zu zweit. Oh mein Gott. Ah, du musst doch alles brechen. Okay, das war härter als erwartet. Ich finde selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich, dass ich sie nach all dem einfach davonziehen lasse? Das wäre das Klügste. Er will die jetzt boxen, oder was? Ach, kommen Sie, Nadine, echt jetzt? Wir wissen, dass Sie knallhart sind, aber wir sind zu zweit. Tja, meine Männer sind längst unterwegs. Ich muss ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Ja, Jungs, ihr seid zu zweit, ne? Verdammt. Ihr seid zu zweit. Und genau hier machen wir bei der nächsten Folge weiter, Freunde. Wenn es losgeht mit dem Boxkampf gegen Nadine. Lasst einen dicken Daumen nach oben da. Schaltet Montag, also morgen um 16 Uhr wieder ein. Dann kommt die nächste Folge online. Ich versuche es immer für 16 Uhr zu machen. Wenn es mal ein bisschen später kommt, Freunde, dann ist es so. Heute kommt es auch ein bisschen später. Und ja, ich verabschiede mich von der nächsten Uncharted-Folge. War wie immer eine sehr, sehr, sehr geile Folge. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns später im Stream wieder und morgen hier auf dem Kanal. Haut rein, Leute. Macht's gut und ciao.